Oh ja, beten. Meine Stiefmutti hat auch immer mit mir gebetet. Jeden Abend kam sie an mein Bettchen. Und ich weiß noch, wie sie liebevoll zu mir sagte: Scheiß die Wand an, du kleiner Kackbraten! Das riecht ja wieder, als hätte ein Iltis hinter eine Usoflasche gekotzt, hä? Wie oft habe ich dir gesagt, die Hände gehören über die Bettdecke? Und das nicht nur beim Beten, sondern immer! Du kleiner Nervenarsch! Noch einmal, dann gib man auf die Ommel, dass du die Engel im Himmel singen hörst! Willst du das? Nein! Dann wird jetzt gepennt! Licht aus!